Ein abgebissener Apfel. Brüste. Und das Meerschweinchengehege ist weg. Wo ist es hin? Genau das zeige ich euch jetzt. Und da sind wir. Und hier ist ganz viel Shit, der immer noch hier rumliegt. Den ich auch noch beseitigen muss. Da draußen ist meine Wäsche, das juckt keinen Arsch. Und das sollte euch zeigen, dass ich in letzter Zeit ganz, ganz viel gebastelt habe. Die kommen noch rein. Das sind Heukrippen. Finde ich mega geil. Zack, kommt Heu rein. Und natürlich dann so an die Wand. So, back an die Wand. Und dann kommt so Heu rein. Also das solltet ihr kennen, das kann man essen, aber schmeckt nicht. Aber Meerschweinchen schmeckt das halt unglaublich gut. Und ich könnte jetzt nach rechts drehen und dann würdet ihr das neue Gehege sehen. Aber das mache ich nicht, weil das ist zu spannend. Nein, ich zeige euch das nicht. Ich meine, das wird euer Gehirn zum Explodieren bringen. Boom, ist das awesome. Guckt es euch an. Oh mein Gott, ist das scheiße geil. Hammer. Oh mein Gott, tut mir leid, aber wer hat das gebaut? Der muss unglaublich cool sein. Also, ich erkläre das jetzt einfach mal ganz kurz und zwar schnell. Ich habe kein Video gemacht, wie ich es aufbaue, weil ich damit beschäftigt war, es aufzubauen. Und es hat 2 komplette Tage gedauert, etc. pp. Und es ist relativ einfach. Ich bin nach Poco gegangen, habe mir einen Schrank gekauft und dann bin ich zweimal nach Baumarkt gefahren und habe diese ganzen Platten gekauft. Habe die ganzen Platten hinten zusammengebastelt. Das sieht man jetzt nicht mit so Klemmen über beide, weil wie man sieht, sind ganz viele einzelne Platten. Tak, 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 tak. Alles schön gebastelt. Vorne hier dieses schöne Holz dran, damit das nach was aussieht und zum Schrank passt. Hier kommt noch was hin. Und zwar so und nach da, damit das schöner aussieht, auch in diesem Holz hier. Das ist gerade zugemistert, das erkläre ich euch gleich warum. Normalerweise ist da so ein Holz, so ein Loch drin. Und, okay, du bist eine kleine Kackbratze. Zu dem Meerschweinchen erzähle ich später nochmal was in einem anderen Video, ne? Ja, kleiner Karamell. Quatsch, keines Cappuccino, armes Cappuccino. Cappuccino ist nämlich ein bisschen doof. Aber dazu nochmal später. So, und die kleine Einleitung. Wir fangen einfach mal unten an, würde ich sagen. Ich habe einfach so ein... Ist das jetzt scharf? Ich habe einfach so ein Gehege gebaut. Ich habe erst einen Schrank aufgebaut. Dann habe ich die ganze hintere Wand gebaut, so ein bisschen. Und habe das hier erweitert. Wunderschön gemacht. Habe da vorne ein Loch reingemacht. Das ist eine Absperrung, weil da kommen gleich noch ein paar Meerschweinchen rein. Dann habe ich hier so ein essbares Haus geholt. Da ist Bananasplit drin, die man jetzt gar nicht sieht, die Kackbratze. Alles klar. So, was ist los? Ist ja cool. So, und quasi habe ich dann eine untere Lage gebaut. Das sieht man jetzt nicht. Habe ich auch so Stößen aufgebaut, Dachlatten und habe dann die ganze auch beschichtetes Holz. Das sieht man hier, damit man schön wieder sauber machen kann. Wer bist du denn? Dich darf man auch noch nicht sehen. Auch noch ganz neu. Dann habe ich handelsübliche aus dem Tierheim. Quatsch, das laber ich heute für ein Bullshit. Hallo Müll. Hallo Tiramisu. Nee. Ja, lauft doch alle weg. Ihr seid alle doof. Ernsthaft. Blöde Viecher. So, dann halt diese Brücken gekauft. Diese Brücken gekauft, hab die miteinander verschraubt. Hab hier so ein... Das kann ich hier übrigens alles wegnehmen, damit ich das vernünftig sauber machen kann. Und dann können die hier hochgehen, was sie tatsächlich auch machen. Und hier oben haben wir nämlich Cookie. Cookie geht auch immer unglaublich gut. Die haust meistens hier oben, wuselt immer rum. Hab halt die zweite Etage gebaut. Dann können die hier hoch. Und jetzt kommt das mega awesome. Ihr seht da schon das Loch drin. Und da kann man hier so machen. So. Und dann ist da auch was für die Meerschweinchen. Leute, ist das geil, seid mal ehrlich. Und da ist gerade Kotten und Trüffel drin. So, das ist das neue Meerschweinchengehege. Ich versuche mal so das komplette Ding drauf zu kriegen. Riesig groß, riesig groß. Das müsste 4 Meter ungefähr sein und 1,50 Meter nach da. Ich hoffe, das sind noch mehr als 4 Meter. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das sind 4,50 Meter oder so. Das ist auf jeden Fall mein neues Meerschweinchengehege. Und ich weiß, eigentlich sollte jetzt ein Video kommen, wo ich das neue Meerschweinchen vorstelle. Dieses da. Du bist eine kleine Kackbratze. Aber das machen wir ja später. Das ist das nächste Video. Und danach das Video haben wir auch schon. Das ist
diese kleine Kackbratze da hinten, die man jetzt nicht sieht, der sich göttlich an Tiramisu tut, wo ich mich wundert, dass das Tiramisu überhaupt zulässt. Das ist übrigens der Grund, das fehlt auch noch. Die beiden da, das sind nämlich die neuen Meerschweinchen, die kommen später. Und das ist übrigens auch der Grund, weil das da hinten ist ein Männchen. Und deshalb ist das jetzt abgesperrt, weil so Ben das nämlich potent wird. Noch ist es nicht potent. Ja, ist doch okay, kleines Wusel. Und zu dir gibt es auch noch ein Video, Cappuccino. Ne? Ist ja gut. Komm, bleib ruhig. So, und ja, dann kommt das nämlich da rein. Und so weiter und so weiter. Und dann können die sich austoben, weil ich hatte nämlich vor, einmal das kleine Neue da und Trüffel schwanger werden zu lassen, um kleine Babys zu behalten. Weil ein Meerschweinchen will ich auf jeden Fall noch behalten. Dann habe ich 11? 11, genau. So, und ja, das war mein neues Gehege. Ich hoffe, es gefällt euch. Mal gucken, ob ich hier drauf noch was baue. Irgendwas anderes. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber vielleicht so eine kleine Abdeckung da oben drüber. Weil alle wissen, dass Meerschweinchen Fluchttiere sind und die hangeln sich ja immer von einer unter dem Schlupf zum anderen unter dem Schlupf. Deshalb stehen auch die Sachen so schön verteilt da oben. Und wenn ich das überdache, dann glaube ich, laufen die da noch lieber rum. Muss ich mal gucken. Bin ich gespannt, was alles noch kommt und wer alles noch kommt. Also freut euch, bei dem nächsten Video stelle ich die beiden neuen Meerschweinchen vor. Ich weiß nicht, ob ich jedes eine Meerschweinchen-Video mache. Und was mit dem kleinen Racker da vorne ist, was mit Cappuccino ist, das erkläre ich euch auch noch in einem anderen Video. Bla 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 bla, Bullshit, Bullshit, Bullshit. Guckt das letzte Video, bla bla bla. Unten erst Link in der Videobeschreibung, bla bla bla. Es kommen immer, jede fünfte Tag, hoffentlich vorgesehen, immer ein neues Meerschweinchen-Video. Freut euch in dem Sinne und bis dann. Guck mal, da hinten kommt Kotten raus. Da hinten kommt Kotten raus. Ich krieg den Schaf, ich krieg den Schaf. Ich hab dich erkannt, Kotten. Du kannst nicht fliehen. Und weggesagt. Bis dann!